Herzlich willkommen. Mein Name ist Georg Diegruber von der Ökonomie der Menschlichkeit. Die Ökonomie der Menschlichkeit ist eine Wirtschaft, die dem Leben und uns Menschen dient. Und diese Interviewreihe soll auch bewusstseinsfördernd sein, soll uns helfen, soll uns dienen, soll uns in die Freude führen. Und heute habe ich ein sehr konträres Thema. Norbert Wittalm, ein ganz spezieller Coach, sehr belesen, ein Praktiker, berichtet uns über Dunkelheit. Das Licht lieben wir ja, aber heute geht es um die Dunkelheit. Lieber Norbert, herzlich willkommen. Schön, dass du bereit bist, ein Interview zu führen. Vielen Dank, lieber Georg, dass du so spontan zugesagt hast, wie ich dir von meiner Erfahrung erzählt habe. Freut mich sehr. Das sind immer Bedürfnisse. Das berührt mich, spricht mich an. Das war so authentisch. Du bist, glaube ich, einen Tag oder zwei gerade, war das hinter dir. Und so hast immer Gefühle und Erfahrungen berichtet, die eigentlich unbeschreiblich sind. Und Veränderungen wollen ja viele, aber jetzt Dunkelheit, Bewusstsein oder vielleicht die Eingangs die Frage, was war die Essenz für dich, dass dich das so berührt hat? Puh, gleich ganz eine tiefe Frage. Bei mir ist es so, das Thema Dunkelheit hat mich immer schon fasziniert, beruflich, weil ich einige Zeit mit Blinden zu tun hatte im Seminar-Coaching-Bereich. Ich bin selber Schauspieler, Trainer, Coach, Betriebswirt. Und da mich reinzutigern, da bin ich vor Jahren schon in ein Dunkelretreat für ein paar Tage nur gegangen. Jetzt wollte ich es nochmal wissen. Es gab so viele Zufälle, die dazu gespielt haben, dass ich eine Woche dort war in Tschechien, ganz allein in einem Holzhäuschen. Und so die Essenz ist, wie wenig wir brauchen, um dankbar zu sein. Ich glaube, mehr Essenz gibt es da auch gar nicht. Also wirklich, ich bin raus. Ich war währenddessen schon so dankbar, weil ich hatte alles. Und dann, wir sind so satt, uns geht so gut. Und das wieder zu schätzen, die Kleinigkeiten zu schätzen. Also ganz, ganz ein großer Moment der Dankbarkeit. Und ich hoffe, das bleibt das bleibt doch sehr, sehr lange. Zweite Essenz war, bitte. Vielleicht doch verbindend. Wir hören so oft, es geht um Bewusstsein. Bist du dir bewusst? Aber wenn man so in der Dunkelheit ist, da passiert ja sehr viel. Wie würdest du als Experte, als Profi Bewusstsein einmal allgemein beschreiben? Vielleicht, wenn ich mir beim Denken zusehen kann. Wenn ich merke, es denkt mich, aber es gibt gleichzeitig einen Beobachter, eine Beobachterin in mir, im Englischen übersetzt heißt es Awareness oder Gewahrsein. Und das können wir alle ganz praktisch erproben, wenn wir fragen, wer denkt jetzt gerade den nächsten Gedanken? Woher kommt der nächste Gedanke? Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Und das sind so ganz einfache Achtsamkeitsmeditationen, die uns aber dazu führen, dass wir mehr sind als nur unser Verstandesapparat. Also in Wirklichkeit sind wir auch mehr als unsere Persönlichkeit. Personare heißt ja durchtönen. Das gab es früher. Wir haben so ein Röhrchen gehabt, dass wir bis in die letzten Reihen stallen konnten. Das war die Maske, die wir getragen haben. Aber wir sind viel mehr. Und in dem Moment, wo wir wieder uns selber bewusst sind, bei dem, was uns ausmacht, und da es eine, ich sage jetzt mal, zweite Instanz gibt, gar nicht religiös gemeint, sondern einfach nur von der Bewusstheit. Und das unterscheidet uns von Tieren auch. Ja, also wir können uns über das Denken erheben. Ein Hund kann das nicht. Es ist die Frage, heben wir uns drunter? Werden wir unterhalten in der Unterhaltungsgesellschaft? Da werden wir unten gehalten vielleicht? Oder schaffen wir es, darüber zu gehen? Und das, glaube ich, ist jetzt der Zeitgeist, dass wir uns ermächtigen und so viel sind mehr, als wir vielleicht so in der Vergangenheit gespürt haben. Jetzt ist es so ein Dunkelretreat, also Dunkelheit. Wir sind es gewohnt, immer Reize zu haben. Wir denken, wir haben Ablenkungen. Und permanent ist irgendwas in Bewegung. Und die Stille ist ja schon mal was sehr Herausforderndes. Und das noch in Kombination mit Dunkelheit. Und ich weiß ja, Norbert, dass das nicht beschreibbar ist. Sowas ist erlebbar. Aber der Versuch einmal, diese Woche vielleicht, ja, so der Start und was ist da passiert an Gedanken? Wolltest du flüchten, aufgeben? Was ist passiert? Hast du gut geschlafen? Oder was, so ein Beschreibungsversuch dieser Woche. Sehr gern, sehr gern. Zunächst einmal war es ein Eintrittspreis, den ich gezahlt habe. Nicht nur monetär, das war überschaubar, aber
mir wirklich die Woche freigeschaufelt, dass ich nicht erreichbar bin. Große Herausforderung. Kann nicht Bescheid geben, wie es mir geht, kriege auch nicht Bescheid, wie es meinen Liebsten geht. Und das Zweite, also an Eintrittsvoraussetzung, ist auch, dass ich sage, es ist es mir wirklich wert. Ich möchte wissen, wer ich bin, ob ich noch der bin und was mir wirklich, wirklich wichtig ist, wenn ich wieder rauskomme. Und das braucht es, weil eine Woche ist, Georg, furchtbar lang. Also du drehst den Hauptschalter ab, es wird dir erklärt, da ist das Holzhäuschen, da ist dein Schlafraum, 10 Quadratmeter, da hast du den Vorraum, da ist Dusche und WC, du kriegst einmal am Tag Essen reingestellt, du weißt nicht wann, zwischen 11 und 15 Uhr, es ist in der Natur, draußen, es gibt Hunde, die versuchen auch reinzukommen von außen, es ist von innen abgesperrt, du hast deinen Hauptschalter, du kannst jedes Mal, wenn du möchtest, du kannst gerne das Licht anknipsen, aber dann ist der Effekt vorbei. Weil die Zirbeldrüse braucht 3 Tage, um sich vollständig zu regenerieren. Das wissen wir aus der Forschung. Und das Spannende ist, wenn du es wirklich schaffst, bis zum Ende komplett die Dunkelheit zu haben. Also keinen einzigen Lichtreiz, kein Handy, was flackert, keine Uhr, nichts, was deine Augen irritiert. Die Augen, die entspannen sich. Du siehst eine ganze Menge. Du siehst, dass die Dunkelheit sehr warm ist, dass wir in Wirklichkeit diese Vertrautheit haben. Aber ganz ehrlich, nach 5 Minuten war mir schon furchtbar fad und dann ging es erst richtig los. Also wirklich die einzelnen Tage. Was mir geholfen hat während des Prozesses war, ich habe ganz viel geschrieben, habe mir ein System überlegt, wie kann ich mich orientieren, dass ich das auch lesen kann, wie weiß ich, wie weit ich bin. Und ich habe wirklich, ich glaube, 30 Seiten gut geschrieben, hatte so ein paar Abläufe in dem Tag, das heißt Bewegung, Ernährung, Meditation, aber der Rest war einfach Free Flow und irgendwann, wie ich dem Verstand zugeschaut habe, wie er sich beschwert hat, was er hier macht, da hat es Klick gemacht. Mhm. Ich hätte schon so viel nachfragen, jetzt schon, Norbert, und zwar, dass auch die Freiheit da ist, du kannst jederzeit selbst entscheiden, den Clips anzuhören. Also absolute Freiheit, weißt? Nicht die Geiselung, sondern das kannst du. Und wie hast du geschrieben, hast du Erkenntnisse einfach im Dunkeln dann notiert oder zu versuchen notiert? Ja, genau. Und war das dann lesbar? Es war sehr gut lesbar, fast noch besser als meine derzeitige Schrift, weil ich sehr achtsam, sehr langsam, sehr bewusst geschrieben habe. Verfolgt habe, wie weit der Finger jetzt am Ende der Zeile sein kann, wie weit rück ich runter. Jetzt habe ich diese Seite schon, mache ich einen Riss, dann bin ich auf diesem Bucheintrag, wenn ich das Buch umdrehe, kommen dann meine Gedanken, ohne dass ich groß nachdenke. Das ist dann dieses von der Seele schreiben, eine uralte Supertechnik, um wirklich so den Geist auch mal zu schauen, was ist denn tief in dir drinnen oder was fällt denn ein. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ja, das kann ich lesen. Du, Norbert, nochmal, was war jetzt der Switch, wo der Verstand dann aufgegeben hat oder Verbündeter war? Was war genau der Punkt noch einmal? In dem Moment, wo du annimmst, es ist so, wie es ist. Ich habe es freiwillig gewählt. Es ist so, Punkt. Ohne jetzt da zu hadern oder im Widerstand zu sein. Also in dem Moment, wo wir im Alltag die Handbremse lösen, wo wir Dinge akzeptieren. Natürlich freue ich mich, wenn ich wieder draußen bin. Keine Frage. Mich riesig gefreut. Auf den ersten Kaffee, aufs erste Frühstück, auf wieder zu sehen, ganz intensiv die Farben zu sehen. Aber anzunehmen, es ist jetzt erst 2 Tage, es ist noch verdammt lang, es ist so, ich habe es freiwillig gewählt. Das ist der Riesenunterschied, es ist kein Zwang. Sobald das Zwang ist, ich glaube, dann wird es gefährlich. Ja. Ich glaube, dann kommen so die Muster des Eingesperrtseins und ich glaube, da kann man dann wirklich verrückt werden. Mhm. Aber du hast jederzeit die Chance und von 4 Leuten, die am Wochenende angefangen haben, sind 2 ausgestiegen. Das heißt, 50%, also 2 Personen, mich inkludiert, haben durchgehalten. Mhm. Und ist es dann im Laufe der Tage leichter geworden hin zum Ende? War da mehr Konsens dann da oder wie würde ich das beschreiben? Es war mehr Konsens da, es war noch mehr Tiefe da und es war dann richtig, also die ersten 3 Tage habe ich gebraucht, um wirklich mal zu reinigen. Ganz viel geträumt, vielleicht auch viel geschlafen,
wirklich so, du kommst dann drauf, wie viel Ballast nimmst du mit im Alltag, ja? Und mir auch dann vorgenommen, noch intensiver den Ballast immer wieder zu reinigen, mir das von der Seele wirklich zu bringen. Und dann kommt so ein Eintauchen vielleicht ins Nichts, wenn du so sagen möchtest, dann kommt natürlich auch die Vorfreude, aber es ist dann, es ist auch eine wunderbare Erfahrung. Also ich möchte keine Sekunde missen und ich weiß, ich werde die Dunkelheit wiedersehen und ich mache was draus. Weil das brauchen wir, glaube ich. Jetzt bist ja du schon sehr lange auch sehr bewusst unterwegs, bist ein Trainer-Coach, du gehst in die Tiefe, du hinterfragst ja immer wieder, wir kennen uns ja schon eine Zeit und das finde ich auch so schön, weißt du, wo du immer wieder das eigene hinterfragst. War da was dabei, wo du sagst, das war so tief, dass du über das gar nicht kommunizierst, dass das bei dir bleibt? Ja, waren auch Stellen dabei. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Also es passieren dir alle Phasen der Gefühle. Ich habe gelacht, geweint, ich habe getanzt, ich habe gesungen, ich habe viel mit mir gesprochen. Ich habe täglich geschaut, dass ich, ohne Zeit zu wissen, dass ich mehrere Minuten gehe, in Bewegung zu bleiben und mir Geschichten erzähle. Mir erzähle, was ist mir wichtig, warum mache ich das hier, wie freue ich mich, wie begrüße ich meine Frau und. Und dann waren auch sicherlich Momente, wo ich gewusst habe, wir sind mehr als nur der Mensch. Aber das würde es natürlich sehr, sehr gut gehen. Ja. Jetzt ist ja so in der Ökonomie der Menschlichkeit, dass wir jetzt in dieser Phase sind, wo es eben nicht mehr um die Person geht, wo es um Veränderungen geht. Es ist immer schwerer planbar. Und wir haben auf der anderen Seite Chancen und dennoch ist dieser Alltag hält uns so gefangen. Und das finde ich auch so faszinierend, dass man sagt, ich nehme mich eine Woche heraus. Ich schaue mal jetzt, ja, was passiert da, wenn ich richtig, richtig freien Raum habe. Und das würde ich als für Unternehmen auch so wertvoll finden. Und das war dein Impuls dann oder ein Bedürfnis in unserem Austausch. Na, wie wäre es denn, wenn man so ein Angebot schmieden würde? Vielleicht hast du dann gleich gesagt, nicht eine Woche, sondern einmal eine Wochenende, drei Tage. Und ja, da in die Dunkelheit zu gehen. Und ich merke schon, dass das Kraft hat, dass das richtig was macht, um Erkenntnisse zu haben, die du im Alltag einfach nie kriegen kannst. Wie werden das ausschauen jetzt konkret, wenn man jetzt sagt, drei Tage mal so ein Wochenende in der Dunkelheit, wie wäre der Ablauf etc.? Ja, für mich gibt es drei Formate, wirklich für Unternehmerinnen und Unternehmer, um da mal einzutauchen. Format 1, Minimum 3 Stunden, begleitet vorher, währenddessen, danach mit Frühstück oder Abendessen. Das ist eine Minimum-Variante. Da ist einfach nur mal kurz Augenentspannung und da ist ein anderes Zuhören. Habe ich schon probiert mit Führungskräften, funktioniert fantastisch. Das zweite ist 36 Stunden. Das ist wirklich eingebettet in auch schon einen Achtsamkeitsprozess, wo die Menschen runterkommen, wo wir zuerst... Und bei allen dreien, vielleicht dieses Bild auch für uns, da gibt es so dieses Goldsieb. Und wir rütteln durch, dass der feine Sand durchgeht und das Gold hängen bleibt. Das heißt, die Dunkelheit hilft uns beim Rütteln. Da gibt es keinen besseren Coach. Das zweite ist, die Leute werden extern begleitet, werden gut geführt. Sie unterstützen sich gegenseitig. Und also das 36-Stunden-Format ist eingebettet in einen Prozess. Und das, was mir so gekommen ist auch und was ich jetzt so am Tüfteln bin, ich glaube, was die meiste Tiefe hat, das ist wirklich 4 Nächte, 3 Tage. Samstagabend Beginn. Also du bist von Samstagabend bis Mittwoch in der Früh beispielsweise komplett im Dunkeln. Du bist da gut betreut. Fürs gute, leichte, einfache Essen wird gesorgt. Es ist eine Maximalkapazität von Personen, die da mit dabei sind. Betreut wird es immer natürlich zu zweit. Und so am ersten Tag, was ist mir wichtig für den Prozess? Und dann auch dann zum Beispiel am Sonntag loslassen. Was gibt es für Möglichkeiten wirklich, um wieder das, was nicht zu mir gehört, ja, wieder loszuwerden? Und das ist ganz, ganz viel. Wir übernehmen ganz viele Emotionen, die gar nicht unsere sind, gerade wenn wir empathische Menschen sind, wenn wir ein wenig das Helfersyndrom haben.
Und also wieder, wer bin ich? Ja, diese Urfrage, der nachzukommen. Und dann am zweiten Tag, ja, was sind meine Werte auch? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und dann, was möchte ich vor allem ins Licht bringen? Was möchte ich vergolden? Und da fällt ganz viel weg, was mir vielleicht vorher so wichtig war. Und das merke ich auch dann ganz konkret in mehr Leichtigkeit und mehr Gelassenheit. Jetzt flackert ein E-Mail auf, das stört das Interview. Nein, stört nicht, weil wir es zu keiner Störung machen. Da kommt ein Angriff über den PC, übers Telefon, aber ich werte den nicht als Angriff. Also ich glaube, das ist wirklich eine Möglichkeit zu mehr Ruhe und Gelassenheit, Stabilität und vor allem auch, dass wir wirklich wieder wissen, was ist wesentlich. Und ob dann, Georg, was wir schon fantasiert haben, die Leute dann sagen, okay, ich bin draufgekommen, das ist nur ein Job gewesen, der mir keine Freude mehr macht, da verändere ich auch was bei mir. Oder ob sie bleiben mit einer anderen Haltung, das sei dahingestellt. Was wir ja sehen ist, unser gemeinsames Anliegen ist ja Freude, der Freude folgend. Und wir merken schon, dass bei sehr, sehr vielen Unternehmen die Grundfreude schon da ist. Was belastet, ist einfach das Umfeld, der Druck, die Schnelligkeit, die Unzuverlässigkeit, die mangelnde Planung. Also diese Schnelligkeit und eben nicht das nicht einschätzen können. Aber die Freude folgend würde ich schon bei sehr, sehr vielen in dem Sinn sehen. Aber gerade so Erkenntnisse, vielleicht auch mehr zu vertrauen, mehr loszulassen. Ja. Wir haben nie mehr Last zu tragen, was wir zu tragen können oder so. Da stecken in dem Sinn viele Dinge drinnen. Aber ein Punkt wäre noch, den ich immer wieder entdecke, ist, und das ist ja gerade in der Dunkelheit, der analytische Verstand orientiert sich ja immer an irgendwelchen, also die Grundreize sehen, hören. Und der fällt ja weg, er stirbt ja eigentlich. Er hat ja keinen Resonanzraum. Also das ist ja schon was, wo dann sagen wird, hey, du, ja, ist nicht in Ordnung. Wie beruhigst du oder wie hast du ihn da beruhigt? Das würde mich noch richtig interessieren, wenn er geschrien hat und gesagt hat, hey, es wird ja etwas zu tun geben. Ja. Also wenn es ein konkreter Aspekt war, habe ich mal das aufnotiert in mein Büchlein. Da ist mir ein E-Mail eingefallen, dann ist mir ein Film eingefallen, den ich schon lange sehen wollte. Irgendwelche Kleinigkeiten. Der Verstand versucht ja ständig, diese Affen in uns dann los und laut werden zu lassen. Ne? Also eine Möglichkeit ist es wirklich wahrzunehmen, okay, ist so. Und wenn ich das einmal aufnotiert habe auch, dann kommt das nicht mehr so oft wieder. Und das andere war wirklich so, in dem Moment, wo ich, du bist ja so langsam in der Dunkelheit, du bist ja wirklich so reduziert, ja, dass ein unglaublicher Raum mit entsteht. Also allein die Dunkelheit hilft schon so sehr, dass wir runterkommen vom Gas und du kannst ihm eine Bedeutung auch geben, indem du sagst, super, jetzt höre ich gerade wieder meinen Verstand. Ha, unglaublich, Norbert, jetzt rede ich wieder mit mir selber. Manchmal lachen wir beide. Es ist mir ja egal. Also ich bin draufgekommen, wie oft ich mir Gedanken mache, was andere über mich denken. Und das wird auch weniger. Und das ist auch so ein Überbleibsel, was ich kultivieren möchte. Ich möchte niemanden schaden, aber was andere über mich denken, geht mich ja in Wirklichkeit nichts an, weil das ist ja, sind ja ihre Gedanken. Ja? Und ich weiß auch, normal sein ist definitiv ungesund in unserer Gesellschaft. Was ist natürlich? Natürlich ist das Ganze mit Freude und Humor zu machen. Freude und Humor, die hängen ganz eng zusammen. Und Humor heißt, sich selbst nicht mehr so ernst nehmen. Sich selber da auf die Schaufel zu nehmen oder rauszunehmen. Mhm. Und das entsteht. Es gibt ja sowas wie die Normopathie, also die richtige Anpassung. Und was ganz Wesentliches, was du noch gesagt hast, aus meiner Sicht eben diese raus aus der Wertung. Einfach zulassen, es ist, ich bin Beobachter, ja. Und ist nicht gut, schlecht. Und das, glaube ich, da fügt sich dann auch viel zusammen. Also dieses eigene Kennenlernen, das wirkliche tiefe Kennenlernen, glaube ich, ist mit Dunkeltagen definitiv verbunden. Jetzt, was sind nächste Schritte? Also ich habe auch mit meiner Kollegin, mit der Johanna gesprochen, die war sehr begeistert, wo wir gesagt haben, ja,
könnte es ein buchbares Angebot sein? Was sagen die Unternehmer da dazu? Wo man sagen, hey, das Licht ist so wunderschön und jetzt gehen wir in die Dunkelheit. Und wir waren einer Meinung, dass das ganz was Wertvolles ist und ganz wichtig ist, dies als Angebot zu machen. Und das ist auch unser Anliegen, Norbert, dass du mir überlegst, wo könnte das sein? Und du hast mir jetzt auch gesagt, drei Formate, die du denkst, so Kleinsteig und Mitte und dann eben diese drei Tage. Ja, wir sollten das definitiv machen. Was wäre noch wichtig für dich? Information, was sollten die Leute wissen? Jetzt, was mir noch kommt, ist diese Betreuung. Gibt es da eine Begleitung? Es ist, du hast ja gesagt, es sind zwei Leute da, es ist immer wer da. Aber gibt es da so Zeiten, wo man sich mal austauscht, jeden Tag oder nur bei Bedarf? Oder wie ist da die Begleitung, wenn ich mit mir nicht zurechtkomme oder irgendeine gerne eine Reflexionsgeschichte hätte, weil die Stille ja wichtig ist. Wie schaut das mit der Begleitung aus? Genau, du hast wie wirklich auch in jedem normalen Dunkelretreat immer die Möglichkeit auch für einen Dialog. Du hast gewisse Zeiten, die natürlich wir jetzt nicht als Zeiten definieren, da keiner eine Uhr hat, aber wo wir einfach gemeinsam klopfen. Und wenn dann das zweite Klopfen kommt, dann treffen wir uns, wer möchte, für wen es passt, in der Mitte, also in dem Gruppenraum. Ja. Aber immer im Dunkeln, es bleibt immer dunkel. Es bleibt immer dunkel, du gehst auf Toilette immer dunkel, du duschst dunkel, sonst hast du diesen Effekt nicht. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also gerade beim 36 Stunden oder eben beim 4 Nächte oder 3,5 Tage Prozess. Ja. Und ich habe mit einer befreundeten Psychologin schon gesprochen, klinische Psychologin, die würde das mit mir auch machen, also die weiß, wer braucht dann was, die macht das seit Jahren, eine exklusive, exzellente Betreuung. Du brauchst im Hintergrund natürlich noch jemanden, der dich dann gut kulinarisch versorgt, einen guten Ort, wo das Ganze dann passt. Aber wichtig ist, die Leute, es wird dir sicherlich nicht fad, weil du hast wirklich genug Möglichkeiten, mit dir selber einzutauchen, aber auch im Prozess. Aber es wird so wie auch bei einer Art Fastenwoche, so kannst du das vielleicht am ehesten vergleichen. Es gibt gewisse Fixpunkte und dann wieder Zeit zurück zu dir. Und dieses ganze Programm fällt mir dazu ein, was wir gerade sprechen, das können wir auch nennen, es geht ums Erkennen, es geht ums Benennen und es geht ums Transformieren. Also nicht nur Dinge auch loslassen, sondern wirklich, wir machen jetzt nicht die Raupe schöner, sondern manches Mal kommt wirklich ein Schmetterling raus. Aber wir verdoppeln jetzt nicht die Raupe. Ja? So wie es in der Wirtschaft oftmals ist. Ja? Also wir machen mehr desselben. Und das hat Goethe schon gesagt, vielleicht auch ohne Dunkelerfahrung. Getretener Quark wird breit, nicht stark. Also wer wirklich was transformieren möchte, da gibt es auf jeden Fall Gelegenheit. Du hast auf jeden Fall du wirst mehr über dich erfahren. Es wird sicher mehr Leichtigkeit, Gelassenheit in deinem Leben geben. Aber auch mit und oder ohne Dunkelheit, der ganz konkrete Tipp für alle, die in der Wirtschaft sind, es braucht Phasen für das Go Slow, also wirklich dieses Verlangsamen. Das können 10 Minuten sein pro Tag, wo ich wirklich mal Zeit habe zum Nichtstun, nichts konsumieren. Die Gehirnforschung sagt, der Bernd Hufnagel, einfach nur blöd schauen. Unser Gehirn braucht dieses leere Zentrum, damit wir uns erholen. Wir haben zu viel Reize, wir nehmen nichts mehr auf, wir können nichts mehr verarbeiten, zu viel Reize, zu wenig Schlaf und das macht einfach depressiv. Also der Freude folgend wirklich Zeiten für Langeweile, für Slowdown und mit oder ohne Dunkelretreat. Uns freut es natürlich jetzt, wenn wir euch da neugierig gemacht haben, aber auf jeden Fall Zeiten zu haben, um sich zu reflektieren. Was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Was ist mein Gold? Und was ist feiner Sand, der durchlässig sein kann? Klarheit fällt mir da noch ein, Norbert. Jedenfalls ja. Klarheit, was damit verbunden ist, weil du so oft Gold erwähnst. Ich habe irgendwie, so hat sich das ergeben, ich habe immer so eine Goldflasche mit, weil Gold ja auch so eine Essenz ist, altes Wissen. Und du sprichst so oft von Gold und ich habe immer Gold. Schön, Norbert. Ich danke dir. Es fühlt sich extrem gut an, erkenntnisreich, in die Tiefe gehend. Genau dem Zeitgeist entsprechend und Unternehmer sein ist ja heute eine extreme Forderung. Und wenn da eben mehr Klarheit, Erkenntnis kommt, auch Inspiration, glaube ich, über Wegkreuzungen. Viele haben ja den Wunsch,
so den tieferen Lebenssinn auch zu erkennen. Da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten drin. Ja. Danke dir, wir machen jedenfalls was und wir hören uns bis auf Weiteres.